Okay. Das ist aber nicht unten. Okay. Jetzt kapiere ich. Los, bring mich um. Ja, okay. Ja, ich hätte es wissen müssen. Gott. Wer denkt sich sowas aus? Das hat so Kinderoptik. Das ist voll brutal, dieses Spiel. Und dieses Wummern, ey. Okay, wie kriege ich das jetzt dazu? Okay, ich muss das dann noch so ein bisschen mitziehen und dann. Okay, ich glaube, ich krieg's hin. Oh, Entschuldigung, war das dein Bein? Du hast ja noch sieben andere. Außer du warst davor schon eine Krüppelspinne. Ups. Au. Oh Gott. Chill mal, Spinne. Chill mal. Okay. Hier, bitte. Jetzt kann ich jetzt vorbei. Okay, sie geht. Oh nein, sie geht den Berg hoch. Kann sie nicht woanders hingehen? Nicht lieb, nicht lieb. Will ich da runter? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Oh, okay. Man erwartet in diesem Spiel immer schon, dass gleich irgendwas total Blödes passiert. Oh nein. Mist, auf, schneller. Nein. Nein, ach, nein, lass mich, nein. Ach, ja, komm, gib mir ein bisschen Valium. Oh ja, diesmal geht sie ganz behutsam mit mir um. Ja, dann, so am Kragen hat sie mich vielleicht nur. Ich habe gerade so ein bisschen so ein Herr der Ringe-Déjà-vu. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber es sieht doch sehr bequem aus da oben. Vielleicht kann ich das genauso machen wie in Herr der Ringe und einfach. Vielleicht nimmt mich irgendjemand mit und ich kann dann. Dann werde ich ausgepackt und dann bekomme ich meinen Ring wieder und dann beißt mir mit dem Finger ab und dann ist alles heia heia und wir fliegen auf den Adlern nach Hause. Ja, und jetzt? Weil so wird. Okay, ich kann mich bewegen, weil so wird es garantiert nicht sein. Was? Lass mich. Was? Okay, na, wenn es weiter nichts ist, ich komme sogar ohne Sam aus oder ohne irgendwelche Orks. Das ist ja super. Dann springe ich hier mal meines Weges. Also Leute, wenn ihr auf einer Parkbank sitzt und jemand kommt so an euch vorbeigesprungen. Oh, Mist, wie komme ich denn da jetzt drüber? Dann helft ihm wenigstens, anstatt ihn hier seine Wege laufen zu lassen. Bitte geh weg, Spinne. Ich mag keine Spinnen. Obwohl, im echten Leben habe ich echt nichts gegen. Okay. Habe ich echt nichts gegen Spinnen. Also, es gibt viele Leute, die irgendwie nicht damit zurechtkommen, aber ich finde Spinnen praktisch, weil sie essen Insekten auf und. Oh, nein, 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 das könnte mein Kopf gewesen sein. Ich war doch gepolstert. Ach, immer diese überempfindlichen Jimmys. Okay, ja, dann renne ich beim nächsten Mal gleich weg. Was? 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 Schnell weg, 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 weg. Okay. Was sind denn das eigentlich immer für riesige Steine, die der da ohne Hände sogar rumschubsen kann? Also ich kann das nicht. Natürlich. Okay, das wird jetzt so ein bisschen. Ich sehe schon, was kommt. Ich sehe schon, was kommt. Ich muss darauf so rumbalancieren. Das gab es auch mal in einem anderen Spiel. Mario? Kann das sein? Nein. Oh mein Gott. Oh nein. Beeil dich. Nein. Nein. Schneller. Komm schon. Komm schon. Ey, nee. Oh. Das hat so ein bisschen was von. Dö, dö, dö. Jetzt kommt so die. Fin Nein. Ich. Ich bin ein wenig zu früh gesprungen, aber die Spinne hat mich nervös gemacht.
Und vor allem, wenn die Spinnen dann so im Vergleich zu mir so überdimensional wäre, da hätte ich dann auch so ein bisschen was dagegen. Hat die keine anderen Hobbys? Meine Güte, ich bin doch nur ein einziger... Ich bin doch nur ein einziger Junge, der da in ihrem einsamen Wald rum... Ja, roll ruhig über mich drüber. Der in ihrem Wald rumspringt. Da kann sie doch ruhig sich noch jemand anderen aussuchen. So schmackhaft bin ich nun auch wieder nicht. Ich habe leuchtende Augen, ja. Das ist gruselig. Viel gruseliger als ihre überdimensionalen Spinnenbeine. Da kann sie sich doch mal woanders umsuchen. Da hätte ich nichts dagegen. Okay. Die Ruhe bewahren. Der sieht ja gar nicht nach hinten. Der sieht es gar nicht. Der Jimmy ist da total gechillt. Aber ich darf auch nicht zu lange warten. Sonst werde ich hier aufgespießt. Nicht er da den richtigen Zeitpunkt. Okay, okay, jetzt ist er da. Nein. Oh. Willst du mich vergackeiern? Blöder Jimmy, ey. Ist dumm, um zu springen. Ich werde von irgendjemandem angeschrieben. Ich kann jetzt hier die spannungsvolle Atmosphäre nicht zerstören, vom Ballon sagt. Also Jimmy wäre nicht gemacht für den Zirkus. Der würde da kläglich scheitern. Außer er... wird dann Künstler im Gruseln oder sowas. Ich meine, hallo, in kürzester Zeit hat er geschafft, sich von einer riesigen Spinne zigmal aufspießen zu lassen. Und außerdem hat er leuchtende Augen, also. Das reicht schon. Die kommt mir so nah. Spring doch! Alter! Der ist zu dumm, um zu springen. Jetzt kann er es doch. Warum kann er es danach nicht? Immer noch diese geilen Geräusche, wenn er so zerplatscht wird. Zermatscht, meine ich. Jetzt funktioniert es aber. An sowas sieht man dann meinen... Nein, 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 nein! Ich will immer nur so ein bisschen weiter nach vorne springen. Ah, ja, roll ruhig. Mist, ey. Okay, nur noch einmal. Sonst bin ich gleich wieder zu weit. Ah, okay, ich kann auch so mehr auf einmal nach hinten springen. Das war die Pfeil-nach-links-Taste. Das wird jetzt so ein 10-Minuten-Part. Nur mit Jimmys Fail-Aktionen. Wir sind die fünf Freunde. Julian und Dick. Anne und George. Und Jimmy, der Fail. Wir sind die besten Freunde. Yeah. Wer die fünf Freunde kennt, der ist cool. Die hatten das coolste Intro überhaupt. Wir halten dichte zusammen, was immer auch kommt. Wenn Spinnen uns erstechen, sind wir dabei. Julian, Dick, Anne und George und Jimmy, der Fail. Springen! Oh. Was ist das? Muss ich so lange warten? Die Spinne macht mich so nervös. Ich warte jetzt einfach mal so lange, dass ich da gemütlich drüber spazieren kann. Also als Kind hat man ja eigentlich sowieso super viele Kassetten gehört. Damals Kassettenkinder. Wenn ihr das noch kennt, dann seid ihr alt. So alt wie ich. Wahrscheinlich noch älter, weil bei mir sind die schon am Auslaufen gewesen. Aber fünf Freunde waren immer mit dabei. Dicht gefolgt von den drei Fragezeichen. Aber TKKG habe ich nie gehört. Das Intro war mir zu dumm. Das haben bestimmt so ein paar Leute, die jetzt gleich wegschalten. Okay, okay, okay. Ich hab's geschafft. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Man hätte einfach nur warten müssen. Jimmy, du hast da einen Fussel am Kopf, ne? Stört dich nicht? Modisches Accessoire. Wirst es auch noch zum Model. Neben deiner Fail-Karriere bei den fünf Freunden und deinem gescheiterten Zirkus will ich da hin. Oh, okay. Wie erstaunlich schnell man doch die Vorkommnisse vergisst. Will ich... Da ist eine Bärenfalle. Da will ich garantiert nicht hin. Ja. Oh. Okay. Ich hab's hingekriegt. Na, das war ja mal einfach. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, die würde mich jetzt erstmal wieder den Kopf weghacken, aber ich hab's tatsächlich hinbekommen. Oh, die Stelle habe ich im Trailer gesehen. Ich weiß jetzt schon ganz genau, was ich machen muss. Sprach er und sprang in den nächstbesten Abgrund. Irgendwo, ja, ja, genau, hier kommt es. Da muss ich da drauf springen. Und dann ganz schnell weg.
Oder soll ich extra für euch doch stehen bleiben, damit ihr die tollen Animationen seht, wie dieser... Upsala. Typ irgendwie aufgespießt wird, oder... Was ist das? Wer versucht hier mich loszuwerden? Ihr seid voll assig. Ah, okay. Wahrscheinlich sind die ganzen Leute enttäuscht, dass ich jetzt immer den ganzen Aufspieß- und Zermalm-Aktionen aus dem Weg gehe. Die gruselige Musik setzt schon wieder ein. Okay. Ganz sicher versucht hier irgendjemand mich loszuwerden. Das ist... Aha. Oh cool, ich kann das Bein anheben. Wer ist das? Was ist das? Ich habe auch noch nie ein Let's Play von Limbo geguckt oder so. Nein, 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 nein. Nett. Danke, Leute. Ich hab euch auch gern. Springen. Voll assig, Leute, ey. Ich habe leuchtende Augen, ich bin cool. Ich gehöre zu den 5 Freunden, lasst mich durch. Oh, die Musik ist so wummerig. Und außerdem ist es kühl in meinem Zimmer, ich krieg Gänsehaut. Aber nur weil es kühl ist. Das ist cool. Wo sind die jetzt? Nett. Ich heiße euch auch willkommen.